Sehen leider. Die kleinen Feuerspucker hier. Seele der Krieger. Da ist eine Seele, wo er drum liegt. Aber es fehlt dahin. Da muss ich jetzt von den töten hier. Den hässlichen Wurm hier. Feuerball! Seht ihr das komische leicht gelbliche Ding dort? Den werden wir noch mal sehen. Okay, Waffe verstärken. Hier. Morgenstern verbessern. Scholle verbessern. Und das war's. Morgenstern auf Stufe 5. Gut. Wollen wir die Keule als nächstes verbessern? Mit der Göttlichkeit? Können wir machen. Ich glaube, ich habe schon mal auf höchste Stufe gemacht die Blitzwaffe bei dem Blitzspeer. Ich glaube, wir haben das Ganze gerne den Blitzspeer gespielt. Mal testen, wie starke Stachelschwert ist hier gegen. Das sieht mir gerade auch. Grüne Scherbe. Genau, du kommst mal her. Ich will jetzt testen, ob Okkult stark ist gegen Gestein. Nein, irgendwie nicht. Bleiben wir beim Morgenstern. Aber bevor wir den Boss reingehen, wollen wir die Location fertig machen erstmal. Ich habe keinen Bock immer hier von neuem mal zu suchen. Ich will mal komplett was fertig, eine Sache fertig haben. Da ist der Taurus Demon. Komm schön nach oben weiter. Du Mini-Zwerg. Ey, lass hochkommen. Dann komme ich halt runter. Ja, er kommt. Weil der hat eine sehr geringe Triggerrate. Ah, nee, der hohe Triggerrate. Rate. So. Wir nehmen den Chaosfeuerball. Oh,
Oh, kommst du näher? Kommt ihr näher? Ah, ich bin tot. Let me go! Let me go! Das war ein Sackgesicht. Wo kommen die jetzt her, Bede? Ich nehme mal da drüber. Kamen die her? Wer so spät merkt das. Oh, ich bin hier am Visieren. Der hier oben, der hier, genau. Ich hab sie später gemerkt, dass sie halt sich bewegt haben. Der ist auf dem Maul. Tja, jetzt bin ich über dir, ja? Einfach High Ground. Und weg mit dir. Oh, rennst ein bisschen, ja? Das mag ich jetzt nicht unbedingt. Geh doch zurück. Ich habe doch anders entschieden. Der ist auch nicht so wertvoll. Feuerball! So, jetzt kommst du, Kack-Demon. Ich find's verdächtig, dass du alleine bist und dich nicht bewegst. Götter Seele. Mal, jetzt hätte ich von oben weg bombardieren. Dauert ein bisschen lange. Mit Feuerkugel. Oh, da noch einer. Und das war's. For the King! Ah. Ist noch einer von euch. Scheiß Konsorten, ey. Ich kann euch easy weghauen. Da habe ich keine Probleme damit. Oh. Boah, direkt ein bisschen mehr Probleme. Was ist denn da immer? Scheiß Käfer geht mir so auf den Keks hier. Die sind nicht mal stark. Okay. Großer Feuerball. Vielleicht beide treffen wir hinten den Erwischer? Naja, leider nicht. Leider nicht. Schade. Kleiner Feuerball.
Raum wird unten ja an der Anzeige ja übel abspackt, geht auch nicht. Die eine Scherbe haben die gegen einer. Wollte eine Chaosflamme gegen einen von denen. Über Bart, wa? Und die gehen Feuerball einsetzen. Achso. So mag ich das. Grüne Scherbe. Und das zeigt nicht zu mir. Flammenglut. Ich glaube, das wird der eine von den Katakomben haben, der Schmied. Damit können wir Flammenwaffen machen. So eine Flamme und eine Holzkeule wäre doch cool, oder? So, wir gehen immer noch mal wieder zurück zum Bonfire. Ne, Firebon, wie ich immer sage. Firebon. Und laden unsere guten. Ich verstehe das nicht. Schlangenschwert. Okay. Parieren. Ich habe ein bisschen viele Seelen. Kann ich nicht. Gebaut für den Seelenaufstieg. Ja, so ungefähr 10.000. Habe ich genug Seelen dafür? Kann gut möglich sein. Was war nochmal die Zahl? 3. Ja. Dann kann ich, wir müssen Ausdauer erhöhen. Ich glaube, Krieger zweimal. Dann reicht das. Ja. Ja, mal erhöhe ich das jetzt. Mehr Ausdauer. Weg mit den. Oh, ich hab wieder eine Lok, na super. Wollte ich nicht. Wollte safe spielen. Okay, jetzt der nächste von der Steinmensch, Steinkugeldämons. Komm. Komm zu mir. Komm zu Papa. Papa. Baba. Schabos wissen, wer der Babu ist. Oh, scheiß Spur, ey. Den kann ich niemals vergessen in meiner ersten Ausbildung. Weil das halt meine dazu mir so oft erzählt haben, den schönen Spruch, weil es mir so oft ein Sack gegangen ist. Da haben auch sehr viele Stories, ey, die sind einfach nur pervers, einfach mal. Weil einer, also die haben alle so ein bisschen, sind ein bisschen offen der Sexualität, so, ja. Und da labern die einfach mal so dicht. Also so, wie soll ich sagen,
will es halt ja nicht unbedingt so schlecht gehen, aber es ist ja schlecht. Dass der eine sich ein Router erholt hat und aber nicht, und es war in der Badewanne bzw. Dusche, und der hat einfach die Wichse nicht weggebracht. Er hat einfach da liegen lassen, die Tropfen dort. Und denke ich mir, Alter, diese eklige, perversen Arschlöcher. Nein, 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 nein. Ich hab keine Estos, wenn ich gerade. Ich hab nur 6 Stück. Na, sagen wir 5. Versuchen wir standardgemäß 5. Könnte auch schon, wir können noch hier runter. Ja, können wir jetzt machen. Oder? Nee, machen wir danach. Können wir dann danach machen. Chaosball. Na klar. Ja, die Fähigkeit tötet mir jetzt noch. Er macht nur die Fähigkeit noch. Ja. Muss näher ran. Nein. Scheiße. Flieg mal hoch, bitte. Oh, nicht hier aus. Chaosball. Nein. Hör auf mit dem Scheiß immer. Die Fähigkeit liebt er, ja? Natürlich. Hängt in den scheiß Krüppelbein fest. Ach, genau. Mann, das war kein Problem. Er hätte nur die scheiß Fähigkeit ersetzt, Mann. Die gekillt hat. Versuchen wir den scheiß Demon mal nur mit, also den Taurus Demon, mein ich jetzt damit, dann nur verbrennt zu töten. Oder ich renne einfach durch. Die nächste Option. Einfach durchrennen wäre auch interessant. Ah, komm ran. Steinmensch, erwache.
Jetzt nur noch du. Ausgereicht. Okay. Man braucht halt nicht nur mit einem starken Spell einsetzen. So, erst den Chaosball, dann. Natürlich hat 5 erste Flasken vollkommen ausgereicht eigentlich. Okay. Wechsel springen. Oh, scheiße. Trink. Trink. What? So weit springen kann, wusste ich jetzt nicht. Oh, alle. Alter. Der hat ein scheiß Flügelchen, ey. Ah, die Fische lange nicht mehr sehen. Und weg. Feuer-Demon wird für Feuer bekämpft. Menschlichkeit. Habe ich bekommen noch? Ich glaube ja. Hoffentlich. Ich habe hart gekämpft jetzt. Alter, wegschubsen. Überlegen. Eine ritterliche Seele. Feuerdemon, second try mit Feuer bekämpfen. Aber mein Feuer eindeutig brennbarer als seins.
Die geht schneller runter am Ende. Nein. Da ist nix. Hier ist auch nix. So. Das ist der Shortcut für das jetzt hier. Vierundvierzigtausend bräuchte ich. Hätte ich genug Seelen dafür? Also genug. Kann gut möglich sein. Ja. Ich bräuchte jetzt Vitalität. Wegen einer bescheuerten Gegnerart. Hier X10 Estos, okay, hier oben. Ah, bin mein Boss. Ach, hier beginne ich mit meiner Reise. Ich will hier dann kurz mal rein. Was ist du denn jetzt von mir? Ne, du hast abgehört. Wollte schon sagen. Eine ritterliche Seele. Ich glaube, wenn ich runterspringe, sterbe ich nur. Und sonst ist da hinten, ich sehe nichts. Also gehen wir mit den Heimkehrknochen zurück. Wie ich glaube ich richtig gelesen habe, habe ich jetzt einen Zauberstab bekommen vom Feuerdemon. Können wir kurz mal nachgucken. Ja, den Dämonenbeschleuniger. Eine DDB-Exeskalierung, bitte. Bann-Sinn-Beschleuniger. Magiebonus. Für Magier ist es sicherlich praktisch, sowas mitzunehmen hier bei denen hier. Ja gut, der braucht weniger Intelligenz dafür. Hat eine bessere Skalierung sogar. Interessant. Aber auch nicht. Glaube ich. Auch wenn ich das einsetzen könnte, oder? Ich könnte das rein theoretisch einsetzen gegen Kerlamit. Ich habe ja, sag mal auch, Zauber. Was für Zauber habe ich denn nochmal? Ups. Hier. Zauberwaffe. Verbesserte Version von Zauberwaffe. Große Magie, Verstärkung, rechte Waffe. Okay. Da könnte ich meine Waffe mit Magie durchdringen. Sogar. Starken Zauberschild. Magieschützung. Stimmt! Ich habe ja Schwitzen, wa? Blitzschweiß. Verringert Feuerschaden. Das bräuchte ich, die Kellermiete. Voll vergessen. Okay, könnte ich machen. Aber dann halt weniger Spitz. Na gut, die Feuerbälle bringen mir, glaube ich, eh gar nichts. Gegen die.